Moin. Hallo, servus, Hamburg, grüße. Servus. Servus. Servus, schön, dich wiederzusehen. Ja, ebenso. Die Kneipe ist voll und du bist es auch. Du hast Appetit und nur Bier im Bauch. Dann fällt dein Blick auf diese Schüssel, der Duft von Nüssen steigt dir in den Rüssel. Du hebst die Hand und greifst hinein, dann hörst du die Stimme in dir schreien. Greif mich in die Schüssel mit den Nüssen rein, da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Keime, Viren, Bakterien machen in der Nussschüssel Ferien. Du stellst dir vor, wo die Leute so waren, bevor sie die Hand in die Nussschüssel graben. Vielleicht auf dem Klo, ohne Hände zu waschen. Genauso wie du, also nicht außer Nussschüssel naschen. Greifen mich in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Haare, Hornhaut oder können in der Nussschüssel liegen. Sie sind umsonst und das ist das Problem. Denn wenn was umsonst ist, lässt man's nicht einfach stehen. Du willst sie probieren, doch bevor du es tust, denk an dieses Lied, denk an den Nussschüssel Blues. Sit down, mama, feet down, mama, feet down. So long, mama, found, mama, found, mama, found, found. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Sporen, Staphylokokken können in der Nussschüssel hocken. Greifen dich in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Lass die Schüssel einfach unberührt, weil sie eventuell zu Stippen an den Lippen führt. Greif nicht in die Schüssel mit den Nüssen rein.